So, nehmen wir noch ein Schlückchen, bevor es losgeht. Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zum vierten und finalen Opening. Wir haben die letzten 30 Booster schon erreicht und das heißt, wir wollen sie auch jetzt alle zusammen aufmachen. Wir starten mit der Nummer 1, die wieder mal sehr schön animiert wird mit diesem Zip-Aufreißen. 10 Karten raus, einmal auslegen und gucken, was wir ziehen. Wir hatten in der letzten Folge wieder ein paar coole Pulls. Vor allem wieder das Shaymin EX Full Art. Das dürfte gerne noch. Na, schade, leider doch nicht. Das dürfte gerne nochmal kommen, denn wir brauchen ein viertes. Wir brauchen noch die Rayquazas. Die Frage ist, wie viel schaffen wir tatsächlich in 30 Boostern? Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr denkt. Hier einfach live, wenn ihr das Video zum ersten Mal anschaut. Was glaubt ihr? Latios EX Full Art schon wieder. Das ist der dritte. Das ist der dritte. Wahnsinn. Der kommt zwar ohne Ende, aber wo sind die Rayquazas? Sie fehlen immer noch. Ich will sie unbedingt haben. Bitte. Weiter geht's. 29 Booster. 28 Booster. Irgendwo muss eins noch dabei sein. Wir haben aber dafür nochmal einen Mega Galagladi. Dann haben wir jetzt 3 Stück davon und 2 reguläre. Auch okay. Müssen wir mal schauen. Tauschen kann man sie bestimmt. Aber es fehlen trotzdem die Drachen. Wo sind die Drachen? Doppel Voltenso ist okay, aber wo sind die Drachen? Das ist zwar ein Drache, aber nicht der Drache, den ich suche. Reshiram ist cool, vollkommen in Ordnung, kann man bestimmt auch gut vertauschen. Schauen wir einfach weiter. Kindwurm, Himmelsfeld und BAM! Arctos, leider nicht das, was ich suche. 24 Booster. Ja, es werden immer weniger, Freunde, es werden immer weniger. Die Chancen werden geringer, die erforderlichen Karten zu ziehen. Papinella ist neu, hatten wir bis jetzt nur Reverse Holo. 10 Karten. Ich möchte nur eine dabei haben, die ich brauche immer. Aber das ist nicht der Fall. Obwohl, Deoxys ist cool, haben wir auch nur als richtige Rare gehabt. Und jetzt wird es Zeit für Fiaro mal wieder. Fiaro suche ich aber nicht. Ich suche immer noch die Drachen. Vielleicht sollte ich mir eher vornehmen, was anderes zu suchen. Und dann kommen die Drachen. Ich hätte gerne einen... Oh Gott, was hätte ich gerne? Was hätte ich gerne? Ich hätte gerne ein... kein Drache, sondern... Oh Gott, ich hätte gerne ein... Voltolos EX. Dann kommt Togekiss. Nein, also Voltolos EX ist es auch nicht. Was muss ich sagen, damit ich ein Drachen-Pokémon kriege? Vielleicht ein Feentyp, also quasi die Schwäche davon. Ich hätte gerne ein Togekiss Ancient Trait Holo. Ninjato, ne? Ja, war ja klar. Und Brutalander, die beiden haben wir jetzt schon oft genug gezogen. Ich denke, die werden auf ewig auf meinem Server oder in meinem Profil rumlungern. Ninjato mal wieder. Ich glaube aber, jetzt könnten wir fast 4 Reverse Holo haben. Das schaut schon mal ein bisschen besser aus. Und Victini ist auch wieder am Start. Auch schon gehabt, auch schon gesehen. Alles klar, alles gut. Zack, 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 zack. Wieder 2 Karten in der Hoffnung, dass was dabei ist. Nochmal ein Arctos. Polarwind macht 200 Schaden, brauche ich aber nicht. Und weil er so stark ist, kommt er gleich nochmal in der zweiten Version. Arctos Nummer 2, Nummer 2. Brauchen wir aber beide nicht. Wir brauchen die Dragon-Pokémon. Haben wir beide nicht. Und es ist jetzt der Zwei-Boss. Haben wir auch genug. Machen wir weiter. Meine Güte. Ich drehe immer durch, wenn ich zu lange Videos mache. Ich merke das schon. Ihr merkt das bestimmt auch schon. Ist ein bisschen anders als sonst. Aber trotzdem, Jirachi, nicht EX, sondern regulär, ist am Start. Und Dragoran besucht uns auch mal wieder. Topwind. Gutes Pokémon, aber nicht das, was wir suchen. Und das singen wir gleich im Chor. Denn ich wiederhole das so oft, dass ihr es mittlerweile erahnt, wann ich sage, Jirachi kommt immer wieder. Das ist wie bei dem ersten Box-Opening, da habe ich ihn, glaube ich, 2-3 Mal gezogen. Er wollte einfach immer wieder vorbeischauen. Er schaut schon echt süß aus, das ist nicht die Frage. Aber öfter als 4-mal brauche ich die Karten nicht. Absol, glaube ich, jetzt auch die 4. Version ist okay. Das passt als Playset. Banette müsste ich jetzt dann auch 4 haben. Ausrüstungsversteck. Die Fähigkeit klingt komisch, ist aber gut, denn die Tools im Spiel haben tatsächlich keine Effekte, solange er auf dem Feld liegt. Das heißt, die Muscle Bands liegen zwar an und die Spirit Links, aber sie haben nicht den Effekt. Und das macht viel aus. Wir haben Altaria noch einmal dabei. Ich glaube jetzt auch die 3. Version. Wir brauchen theoretisch nur 2, wenn wir uns so ein Rayquaza-Deck mal bauen würden. Die andere Altaria-Version ist gar nicht mal so gut. Dafür noch ein Dragoran.
12 Booster, Freunde. 12 Booster. Es muss doch irgendwo mal wieder was dabei sein, was wir haben wollen. Fiaro ist es definitiv nicht. Er schaut zwar gut aus, ist ein fliegendes Pokémon, mag ich grundsätzlich, alles schön und gut, aber nope. Wieder nicht, danke. Wir machen einfach zackig weiter, weil die ersten 9 Karten oder die ersten 8 Karten, die kennt ihr, kommen immer wieder. Hyperball ist cool, mag ich, ist okay. Megalatios EX, regulär, cool, brauchen wir. Vielleicht Schallexperte. Lege zwei an diesem Pokémon angelegte Energiekarten auf deinen Ablagestapel. Dieser Angriff fügt einem Pokémon deines Gegners 120 Schadenspunkte zu. Heißt, wir können snipern, irgendein Pokémon auf der Bank einfach kaputt schießen, irgendein Pokémon in den aktiven Spot jagen, was wir blockieren können. Das ist auch nicht schlecht. Entweder, dass er sich nicht zurückziehen kann, einschläfern und dann einfach die Bank kaputt hauen. Heißt, er kann aktiv keinen Schaden machen, kassiert auf der Bank, verliert so seine Pokémon, ist schon mächtig. Kann man hier auch für 3 Energie recht schnell umsetzen. Eine Double Dragon Energy, vielleicht mit Mega Turbo noch irgendeine Basis-Energiekarte schnell vom Discard Pile anlegen. Und das Ding könnte in der ersten Runde vielleicht angreifen. Also was heißt, sobald man halt theoretisch angreifen kann und sie rauskriegt, könnte er schon Schaden machen. Okay, die letzten 10 Booster. Bitte, bitte, bitte. Los geht's. Bring mir ein Rayquaza. Ich wiederhole es jetzt alle immer am Ende des Boosters. Ich sage diesen Satz jetzt immer wieder. Bring mir ein Rayquaza. Das gibt es nicht. Bitte, das kann doch nicht sein. 7 Booster, 8 Booster, was haben wir jetzt noch? Es muss doch jetzt endlich mal wieder ein Rayquaza kommen. Und es kommt ein Dragoran. Ist zwar auch ein Drache, aber nicht der, den ich suche. Ich suche Rayquaza. Drache, komm. Farblos bitte, nicht die Drachenversion. Gott, jetzt hab ich's falsch gesagt. Jetzt kommt er als Drachentyp. Nein, es kommt wieder unser Kumpel Fiaro. Meine Güte. Nein. Leute, wir haben nicht die Zeit. Wir haben nicht die Booster. Machen den Drachen. Nein, haben wir auch nicht. Gut, dann die letzten Booster. Jetzt muss es kommen. Oder ein Shaman. Ich verzichte auch gerne auf die Drachen, wenn jetzt noch ein Shaman kommt. Das wäre voll okay. Nein, es kommt Banette. Meine Güte, 120 Booster haben wir gleich aufgemacht. Das kann doch wohl nicht sein. Weiter geht's. Die letzten 3 Booster. Wir fangen wieder mit dieser Wette an. Wenn in den 3 Boostern kein Rayquaza, wir machen das so, wenn kein Rayquaza EX farblos oder kein Shaman EX drin ist, dann bekommt ihr eine Codekarte. Ich denke, das ist ganz fair. Also, wir machen Altaria auf. Jetzt geht's los. Das sind die letzten 3. Und wir ziehen. Klavion. Nö, brauche ich nicht. 2 Booster noch. Vielleicht kriegt ihr wieder eine Codekarte. Kriegt ihr sie nicht? Schreibt es in die Kommentare. Schafft ihr es nicht? Schaff ich es? Reverse Holo Arctos und... Schon wieder Arctos. Wieder dieses Double Feature mit ihm. Nee. Öffne noch eins. Die letzte Chance, bitte. Wer auch immer dafür zuständig ist, mir die Karten hier zuzuschicken, tut etwas, damit hier ein Drachen-Pokémon kommt. Also ein Rayquaza, farblos oder ein Shaman. Sonst gibt es wieder eine Codekarte für euch. Ich gönn's euch, das ist es nicht. Reshiram, sehr, sehr gut. Und wir haben noch keinen Full-Art-Supporter, ist mir gerade aufgefallen. So eine Wiebke, wäre auch nicht schlecht. Und die letzte Karte ist... Arctos! Nicht das, was ich suche. Okay, das heißt, ihr habt es mal wieder geschafft. Ihr kriegt wieder einen Booster online. Und zwar bekommt ihr diesmal, ich komme mal wieder groß und gebe euch das hier. Das ist die Codekarte für euch von XY da. Das ist nämlich von dem 100-Abonnenten-Special. Schreibt mir auch da, was ihr gezogen habt. Mich würde es interessieren, denn es gibt auch da sehr, sehr gute Karten, die man haben möchte. Schreibt mir einfach, was ihr bekommen habt. Und ja, das war es tatsächlich wieder. Wir haben 120 Booster geöffnet. Wir schauen aber trotzdem nochmal kurz in die Recap. Aber wir schauen uns die komplette Ausbeute an von Drachenleuchten. Wir übernehmen das mal so. Ich klicke das nochmal kurz alles weg, was neu ist. Und dann machen wir nochmal eine totale 120 Booster Recap, was wir da alles haben. Bis gleich. Okay, da bin ich. Jetzt habe ich alle weggeklickt. Wir schauen noch mal kurz rein, was wir tatsächlich Verwertbares zum Spielen haben.
Wir haben jetzt 4 Absol, das heißt, wir können das mal wirklich ausprobieren, damit was anzustellen. Wir haben genügend Altarias, wir haben die Oxys zweimal am Start, wir haben die Dragorans hier dreimal, auch vollkommen in Ordnung. Wir haben 2 Galagladi, die man spielen könnte, die Mega-Version haben wir auch. Und hier haben wir tatsächlich 3 Stück gezogen. Latios EX Full Art, wie verrückt ist das denn? Insgesamt haben wir aber 4, also auch ein Playset. Wir haben 3 Mega Galagladi, das ist okay. Hier Mega Latios haben wir. Wir haben ein einziges Mega Rayquaza gezogen, das ist schon echt schade nach 120 Boostern. Wir haben tatsächlich unsere 4 Reverse Holo Ninja Turm, das ist cool. Ansonsten Panzer Aeron, keine Rayquazas mehr gezogen, aber Holy Flippin' Moly, 2 Stück davon und das ist mehr wert als der ganze andere Rest. Also die 3 Jungs hier sind der absolute Abschuss. Cool, dass sie dabei sind. Vor allem 2 Full Arts, also besser geht's eigentlich nicht. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben viele Reverse-Holo-Karten. Ihr seht schon, wenn die Karten hier doppelt sind, einmal für Reverse, einmal für Original hier, die normale Version, haben wir auch genügend Zeug da. 19 Mal Himmelsfeld. Und da ist nur eine Reverse davon dabei gewesen. Ist okay, brauchen wir nicht öfters. Wir haben Wiebke hier 12 Mal. Wir haben Trainerpost auch 8 Mal insgesamt. Alles okay. Wir haben 13 Double Dragon Energies. Wir brauchen gar nicht so viel. Wir brauchen jede Karte 4 Mal nur in dem ganzen Spiel, denn mehr kann man eh nicht benutzen. Also Leute, wenn ihr irgendwas davon braucht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mich direkt hier an. Hier oben seht ihr auch meinen Kanalnamen, beziehungsweise eigentlich ist es ja der Kanal von meiner Freundin, deswegen Niki. Wenn ihr was braucht, schreibt es einfach rein, addet uns hier, dann kann man bestimmt tauschen. Das ist nicht das Thema, die Karten sind auch gerne für euch da, wenn ihr sie braucht. Ich habe die paar Karten, die ich zum Spielen brauche, schon hier und das wäre es auch dann auch für mich. Okay, das heißt, 120 Booster sind geschafft. 4. Episode ist rum, wir haben es. Wir haben es geschafft, alles ist weg, wir haben coole Karten gezogen, ich bin zufrieden. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ja, leider dauert es jetzt bis zum nächsten Online-Opening, außer ich kriege nochmal ein paar Booster rein. Wenn wir uns vielleicht so eine Premium-Box oder irgendwas holen, Flygon oder Mega-Absol oder was noch alles kommen wird, Tinboxen, bestimmt sind mal wieder Booster für euch am Start. Da solltet ihr mir auch noch euer Feedback dalassen. Sollen wir das machen? Sollen wir jede Woche vielleicht 1-2 Booster aufmachen? Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mich auf Facebook an, damit ich weiß, auf was ihr Lust habt. Dann habe ich wieder Material für euch. Ich habe Material für mich, für meine Ordner, für meine Karten. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es euch Spaß macht. Deswegen Daumen hoch, kommentieren, liken, teilen, wie auch immer. Und falls ihr neu dabei seid, könnt ihr hier unten links auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächsten Folgen nicht. Egal, was ich mache, Box-Opening, Deck-Profile, Online-Game. Es gibt genug Dinge, die wir machen können. Und ja, erzählt euren Freunden, was hier so abgeht, denn wir haben ja schon gesagt, hier gibt es gelegentlich mal so coole Sachen wie das hier. Einfach nochmal eine Codekarte so zwischendurch. Nach 120 Boostern, denke ich, ist das ganz fair. Und ja, das heißt, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, Freunde. Ciao. Sieht? Sagt mir Bescheid. Ich zoome mal kurz groß, bin ich wieder da. Dann mache ich mal den hier. Dann habt ihr den Code. Dann gehe ich wieder weg. Mach das Bild wieder klein und jetzt machen wir weiter.